Bereit, mein König. Sag, Dinekes, bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne. Für unsere Töchter. Für Sparta. Thank you.
umbringen. Xerxes, dein Kopf! Xerxes schickt seine Schafe zum Schlachter! Komm, Perser! Ich bringe Xerxes deinen Kopf, du törichter Spartiat! Komm und hol ihn dir! Kein Gegner für einen Spartiaten! Verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten. Xerxes euch vom Angesicht der Erde. Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen! Und an morgen wird sich die ganze Welt erinnern! Endlich. Wow, das ist Cas Lela. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist er. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay, los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Fein hoch, Victoria. Du bist der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. Immer ein Schritt nach dem anderen. Verstanden. Wenn du das alles etwas intensiver erleben willst, kann ich die Einstellung auch später noch anpassen. Hier legst du fest, wie viele Informationen ich dir einspeisen soll, während du im Animus bist. Gib mir alle Informationen, die du hast. Ich gehe da ganz sicher nicht ohne Hilfestellung rein. Ich helfe doch gern. Du kannst das jederzeit wieder ändern. Hör mal, Layla, bevor du da reingehst. Wenn dieses Buch recht hat, werden der Speer und die Geschichte alles verändern. Du setzt viel Vertrauen in eine ziemlich unzuverlässige Quelle. Historiker oder nicht, dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber. Und in diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber... Du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer
und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre, das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl liegt bei dir. Uns helfen zu finden, wonach wir suchen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit. Wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria? Lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Ei, ei, Captain. Resti toni toro e de ira rossi tu sto l'ondas e cardius tu scopri ton sfondo tu paga le lise non che te spem fixi Zyklop hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sich in seinen... Für letzte Woche! Malaka! Der Zyklop sagte, du spielst gern die Harte. Dann sei hart! Komm etwas näher, dann erlebst du es. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Du musst deine Lektion lernen. Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Ach, danke für die Warnung. Ach. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Phoebe. Es ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar, bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Cassandra? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Ich werde
werde ein gutes Wort für dich einlegen. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Ach, was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Seit wann gehört ihm ein Weingut? Seit gestern, glaube ich. Also, Markus, der mir noch Drachmen schuldet, kauft ein Weingut? Von welchem Geld? Weiß nicht. Wo kann ich Markus neues, schönes Anwesen finden? Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Nun, ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Oh, mein Kopf. Genug jetzt. Sagt diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt, schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus und verfüttere es an meinen Vogel. Ich treffe Markus, sobald ich angezogen bin. Das an. Phoebe hat wieder hier geschlafen. Armes Kind. Das ist doch kein Zuhause. Ein sehr nützliches Geschenk von Markus an die kleine Cassandra. Aber gegen die Schläger des Zyklopen wird er mir kaum helfen. Oh, riecht das gut. Höchste Zeit, dass ich ihn leere. Thank you.
Delfinen dachte. Vorsichtig vorgehen. Ah, Söldnerin, du musst mir helfen. Muss ich? Wenn du weißt, was gut für dich und deinen Geldbeutel ist, dann ja. Ich bin ganz Ohr. Ich bin aus Athen verbannt worden. Ich weiß, wenn man mich so ansieht, ist das sehr schwer zu glauben. Dein Geld ist wie Sirenengesang für die Banditen von Kephallenia. Bald ist es fort. Meine Drachmen gehen nirgendwo hin. Außer dem Anteil, den du bekommst, wenn du einverstanden bist. Dein Problem? Es ist mein Bruder Ornios. Banditen haben ihn gefangen. Wir wurden angegriffen, als unser Schiff anlegte. Die müssen den Reichtum über das Meer gewittert haben.
Ich konnte entkommen, aber er sitzt im Hafen wie ein Tier in einem Käfig. Und du willst, dass ich ihn befreie? Bring ihn zu mir, ohne dass ihm mein Haar gekrümmt wird, und ich bezahle dich gut. Ich rette deinen Bruder, aber nicht umsonst. Ja, ja, natürlich. Drachmen sind die einzige Sprache, die ihr Kefalinia versteht. Ich bin keine Kefalinierin.
Da bist du ja. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Markus. Herr, wie ich schon sagte, das geht so nicht. Warum? Es ist mein Hof. Ich pflanze, was ich will. Die Trauben werden absterben. Jeder einzelne. Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück. Cassandra, den Göttern sei Dank. Phoebe war rechtzeitig bei dir. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Markus. Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein, du magst Wein. Einfach jeder mag Wein und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir? Weil du nicht weißt, wie man Wein anbaut oder verarbeitet. Ich lerne sehr schnell. Man lässt einfach die Trauben wachsen und dann hat man Wein. Ach, so einfach ist das? Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Markus hat immer einen Plan. Also gut. Hast du dann das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich. Naja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, meine Beste. Sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt. Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Sami nur auf dich, meine Beste. Wer ist dieser Händler? Doris. Du kennst Doris. Ein netter Kerl. Doris? Wie dumm kann man denn sein? Hör auf, ihm Geld zu geben. Er zahlt es mir immer zurück. Aber nur, wenn ich ihm drohe. Ganz genau. Alle gewinnen. Doris kriegt sein Geld, ich kriege meine Zinsen und du hast was zu tun. Gefalenia ist traumhaft, nicht wahr? Wo finde ich Doris? In einem Laden in Sami über dem Hafen. Das weißt du doch, Cassandra. Wird er auch dort sein? Ich bin noch nicht die Pythia. Woher sollte ich das wissen? Wie soll ich die Sache angehen? Nicht wie bei diesem Olivenölgeschäft. Das war ein bisschen zu viel. Ich habe das Geld bekommen.
Und jetzt kriegen wir nie wieder was von ihm. Wenn du alle tötest, hat niemand was davon. Drohung und etwas mehr. Kein Problem. Was kaputt machen? Na gut. Stiehl ihm das Geld, wenn's sein muss. Aber stiehl mir nicht meine Kunden. Außer es lässt sich nicht vermeiden. Hoffentlich hat er mein Geld, Markus. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut, aber ich nehme ein Pferd. Es ist viel zu heiß und viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber... Sieh es als Zinsen an, Markus. Alle gewinnen, oder? Ja, meine Beste, natürlich. Such dir eins aus. Erzähl mir von dem da. Ah, Skyros. Du hast ein gutes Auge, meine Beste. Dieses Pferd überquert Gebirgspässe wie eine Ziege. Das in der Mitte. Was ist mit dem? Ah, eine wahre Schönheit hast du da gewählt. Dieses Pferd stammt aus Thessaloniki. Die sind für ihren Mut berühmt. Mir gefällt das Rechte. Sieht gut aus. Ah, das Mazedonische. Sie werden für den Kampf gezüchtet. Das ist ein echtes Schlachtross. Ich habe mich entschieden. Welches soll es sein? Gib mir das mittlere Pferd. Ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst. Das hier, das will ich. Bist du sicher, denn... Ganz sicher, Markus. Alle gewinnen, besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt, hat mich nie enttäuscht. Phobos. Denk daran, triff mich am Tempel in Sami, wenn du, dein Geld von Duris hast. Ah, Euterpe, es ist genug Wein für alle da, keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr, Phöbe wurde entführt. Von wem? Lakaien des Zyklopen. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin sind. In Richtung des Strandes der Itimene. Zum Strand? Kann sie schwimmen? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Duris, Cassandra. Los. Sie ist nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben. Die Götter. Kann sein. Man sagt, sie wären sehr nachtragend. Früher betete in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du? In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Ah. Doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Er kann ein Schelm sein. Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Nun gut, keine Sorge. Ich gehe. Oh, danke.
Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldnerin. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen.